Meine Damen, herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Reihe Wahlheimat. Ich stehe hier mit Matthias Gottfried, einem wunderschönen Ort. Herr Gottfried, von der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Aber wir können kurz Tierschutzpartei sagen, oder? Richtig, ja. Das ist eine Kurzbezeichnung. Die ausführliche Bezeichnung ist Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Okay. Wir stehen in Weilimdorf, an einem schönen kleinen See hier. Oder eigentlich ist ein Regenrückhaltebecken, glaube ich. Genau, ja. Und warum haben Sie sich den Platz ausgesucht? Also hier drüben ist gerade der Waldeingang und hier ist ja, wie Sie sagen, der See. Mhm. Und da gehe ich öfters mal joggen und laufe hier quasi die Runden aus, sozusagen. Ist und Ihre Ecke sozusagen. Genau, hier, ja. Ich bin ja dankbar, Sie hätten mich ja als Tierschützer sozusagen auch in irgendeinen grässlichen Hühnerstall schleppen können, damit ich mal die ganzen Katastrophen sehe. Von daher bin ich dankbar. Sie sind ja schon ein richtiger Politprofi. Ich habe gelesen, Sie haben auch für den letzten Bundestag haben Sie kandidiert. Das ist richtig, ja, sogar für Landtagswahl, Bundestagswahl. Aber hat nie so ganz gereicht? Ja, leider auch, weil wir zum Teil nicht flächendeckend antreten können. Das ist das Problem, ja. Sie sind Veganer, habe ich auch noch gelesen. Ist es Voraussetzung, um bei Ihnen mitmachen zu dürfen? Nein, oder? Überhaupt nicht. Also natürlich sind wir darauf ausgerichtet, in Zukunft auf bio-vegane Landwirtschaft zum Beispiel umzustellen. Okay. Und das Ziel auch, das Tierleid zu beenden. Aber jeder, der sagt, ich will da was ändern oder ich will in Zukunft da was ändern, ist natürlich herzlich willkommen. Okay. Wenn Sie jetzt... Es gibt Leute, die sagen, okay, ich möchte keine Tiere ausstellen, aber so ein Rind, das so ein bisschen auf der Weide rumgelaufen ist, einige Zeit wird dann geschlachtet, das esse ich gerne. Können Sie mit denen oder ist Ihnen das auch schon sehr fremd? Es ist schon mal ein guter Weg, aber letztendlich ist es doch besser. Also letztendlich ziehen wir doch darauf ab, ganz die Tierausbeutung zu beenden. Also, okay. Sie sind ja eher bundesweit oder Ihre Partei ist eher bundesweit aktiv. Was wollen Sie jetzt für Stuttgart bringen, konkret? Genau, Stuttgart. Also wir haben ja drei Bereiche, Partei, Mensch, Umwelt, Tierschutz. Mhm. Zum Beispiel im Tierschutz, da gibt es zum Beispiel die Stadttaubenproblematik beziehungsweise das Thema, dass es da ein Fütterungsverbot gibt, was wir aufheben wollen, weil es überhaupt nicht, erstens das nicht bringt, was es bringen soll und zweitens kriminalisiert es natürlich die Leute, die sich um die Tauben kümmern sollen und drittens empfinden wir das als Tierquälerei, weil es keine artgerechte Fütterung ist. Ja. Aber vorne steht der Mensch bei Ihnen. Ist denn der Mensch auch gemeint, dass wir zum Beispiel so Boxen auflegen für die Hundetüten, dass die Menschen nicht immer die Hundekacke oder ist Ihnen das wurscht? Also wir haben zum Beispiel auch in unserem Programm sogenannte Hundewiesen auszuweiten hier in Stuttgart. Okay. Und da kommt es natürlich auch drauf an. Ja. Ja. Nur eine Frage, weil ich so ein Politexperte bin. Europawahl hat ein Kollege von mir gezählt, gibt es 5 Parteien, die sich Tierschutz auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ist schwierig, 5. Warum 5 verschiedene? Jetzt kleines Wortspiel. Sind die sich Spinnefeind untereinander? Warum gibt es so viele Gruppierungen? Also eigentlich ist es wirklich so, dass die meisten sich von uns leider abgespalten haben. Ja, das ist natürlich schade, weil dann teilen sich natürlich die Kräfte. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass wir irgendwann mal wieder alle zusammenfinden. Dann könnten wir zusammen auch mehr bewegen, ja. Die 3 Minuten sind schon um. Noch eine Frage. Ich war jetzt schon sehr oft bei meinen Videos hier in Weilimdorf. Ist so bei ganz anderen Parteien, Freie Wähler und so weiter, ist so Weilimdorf so ein politisch schräger Ort oder haben Sie eine Erklärung dafür? Ist eine gute Frage. Kann ich jetzt nicht... Können Sie nicht beantworten, aber Sie sind aktiv. Auf unserer Liste bin eigentlich ich der Einzige aus Weilimdorf. Also, immer einer, der hier noch die Stellung hält, genau, von der Tierschutzpartei. So kann man sagen. Ich wünsche noch viel Erfolg beim Wahlkampf. Ich bedanke mich auch sehr.